Ja, wir befinden uns da heute in der Vorlomming beim Atelier Domitsch. Ja, Dieter, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Kunst gekommen, zur Bildhauerei, zur Malerei? Gekommen bin ich in die Lomming. Ich bin eigentlich Lomner, weil ich einen Raum gesucht habe, an einer Stelle, wo ich Steinbild hauen kann. Weil da brauche ich ja irgendeine Werkstatt, so wie da. Und habe dieses alte Haus da gefunden, habe da auch relativ viel renovieren müssen. Wie man sieht, ist das immer noch ziemlich renovierungsbedürftig. Außen, innen bin ich also Gott sei Dank fertig und habe mein Atelier für Steinbildhauerei, mein Atelier für Malerei. Ja, also eigentlich bin ich ja Techniker und habe dann also gegen Ende meiner Laufzeit hab mir gedacht, was mache ich jetzt in der Pension? Ja? Das war so wie so 50 Jahre, wenn man denkt, 50 Jahre. Und man dachte, na gut, irgendwas muss ich mal machen, mache ich einmal einen Kurs. Ne? Dann habe ich einen Kurs gemacht für Bildhauerei, moderne Bildhauerei in der Sommerakademie in Salzburg. Und für Bildhauerei habe ich mich immer schon interessiert. Und dann bin ich dort in den Steinbruch am Unterberg gekommen, als Ausflug mehr oder weniger, und habe gesagt, das ist es. Also dort muss ich jetzt hin. Und habe dann also 4 Jahre hintereinander, jeweils 6 Wochen, dort einen Kurs gemacht. Habe da praktisch die Lust am Bildhauen entdeckt. Vorher habe ich schon relativ früh zum Malen angefangen, aber die wirkliche Liebe ist bei der Steinbildhauerei. Ja, Dieter, und wo holst du dir deine Inspirationen, deine Muse her? Wie kommst du auf deine Ideen für die Bildhauerei? Ja, die Ideen, mein Lehrer, der Miloš Klubatsch, hat immer gesagt, der war damals schon 80, der hat gesagt, du musst, mit dem Steinbruch ist das ja einfach, du musst nicht arbeiten, du musst suchen. Ja, was muss man suchen? Man findet ja eigentlich schon fast fertige Sachen. Ne? Und dann habe ich das beherzigt und man geht also wirklich normalerweise, wenn du so durch einen Steinbruch gehst, findest du immer irgendeinen Stein, der dich anspricht. Und von dem bin ich ausgegangen und habe eigentlich immer Steine oder Skulpturen gemacht aus vorhandenen, unförmigen Material. Das ist also der Untersberger Marmor, ist zwar kein Marmor, aber wird da so benannt. Von dort holen wir auch die Steine. Ja, und mich als Kulturreferent von St. Michael freut es natürlich ganz, ganz besonders, dass wir von dir demnächst ein paar Werke und Kunstwerke bei uns auf der Gemeinde besichtigen können, die Bürgerinnen und Bürger besichtigen können. Was wirst du uns auf der Gemeinde zur Verfügung stellen und ausstellen? Vielleicht kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben. Ja, ich werde also... Ja, wenn das möglich ist, ein paar Skulpturen hinstellen, die man noch halbwegs vernünftig transportieren kann. Und hauptsächlich das andere sind Frauengesichter, mit denen man jetzt momentan sehr interessiert. Von der Maria angefangen bis zu einer Mohammedanerin. Das stelle ich mir vor. Darunter ist dann, die letzten paar Bilder sind so, ich habe versucht, auf Schwarz-Weiß zu malen, also nur mit schwarzer oder weißer Farbe, ist ja keine Farbe, aber die zwei Bilder werde ich ausstellen. Das eine ist ein Porträt von meiner Mutter aus 1936, eine Fotografie, und das andere ist eine Fotografie von Henry Newton, das heißt Die große Nackte. Hängt in Berlin, ein riesiges Bild irgendwo im Museum, ist schwarz-weiß, ist irgendwo in die 60er Jahre entstanden, diese Fotografie, und ist eigentlich sehr berühmt. Die werde ich versuchen auszustellen. Ja gut, da freuen wir uns natürlich schon auf die Gemeinde, in der Gemeinde dich anzutreffen bei der Ausstellungseröffnung, und wünschen dir weiterhin alles Gute.